Geht schon. Gehst du noch einen Schritt zurück, bitte? Wir sind alle recht happy, aber es zerrt natürlich schon sehr an unseren Kräften. Also heute Nacht haben wir bis um 5 Uhr in der Früh gehackelt bei minus 9 Grad. Und jetzt steht wieder ein Nachtdreh vor uns, minus 7 Grad gerade draußen. Also es zerrt an unseren Kräften. Erste Video als Solo-Künstler und das ist irgendwie schon sehr beeindruckend, dass so viele Leute da mitarbeiten, ist schon cool. Das ist eine Schuhheizung. Eine Schuhheizung? Das ist der Akku. Und beim Tanzen den Akku weg, das Kabel reinstecken und dann kann ich tanzen. Und derweil habe ich fein Bauch. Wir nicht, denen gleich. Der ist kalt. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr in einem dieser useless Excuses. Ich bin in love. All that you said. Der erste Tag ist die Hölle, irgendwann hat man Einbruch. Also wir drehen ja nicht Herr der Ringe 3 Jahre lang. Wir schaffen es energetisch auf jeden Fall und ich glaube, wir haben nicht sehr viel Zeit, einen Einbruch zu haben. Da müssen wir durch. Eines Tages fliegen wir an den Hang weit weg von dir. Ich kann es vor mir sehen. Eines Tages sind wir frei. Keine Schmerzen und kein Leid. Keine Tränen mehr. Also jetzt sind wir gerade in der Garage und wir sind schon am zweiten Tag. Wir haben gestern den größten Brocken hinter uns gebracht. Also was die Kälte betrifft und was die Anstrengung betrifft, jetzt drehen wir die Garagenszene, den Raubüberfall und es sollte ja in der nächsten halben Stunde losgehen. Ich baue jetzt gerade die HMI auf, die wird jetzt verwendet zur Beleuchtung der Tiefgaragenszene, wo der Dieb den Johnny überfällt. Und wer ist der Dieb? Seems the trust is gone, it's gone. And I think it's real sad. But there's nothing I can do to bring it back. All I know is that I can't take it no more. I don't wanna hear any one of those useless excuses. I fell in love. Also alle tun da voll mit und nur damit ich am Ende gut ausschaue. Ja? Und dadurch, dass es minus 9 Grad hatte und wir im Schnee gearbeitet haben, ist alles recht nass. Und wenn keiner was braucht, dann können wir auch nicht viel mit. Und deswegen mache ich die Trockenarbeit.
Du, kannst du mich morgen nochmal anrufen, weil wir sind gerade mitten in einem Dreh. Die draußen waren, die haben mir alle möglichen Horrorgeschichten erzählt. Wettertag, die Frisur hält, ja. Das hat mich nicht überrascht, weil viele Leute von dem Team kenne ich und die waren immer schon super und sind super und hackeln und machen und leben und sterben für den Film und das ist eine irrsinnig schöne Erfahrung, die wir da miteinander machen. Das war schon sehr gut. Nur, wenn du aussteigst, nicht nochmal rein und raus, sondern du gehst raus. Ja, ich habe zuerst vergessen, das aufzumachen. Motorhaube auf, ja, reinschauen, ja, ja. Und wirst dir nicht spielen sein. Mein armes Auto! Ja. Und ich stehe da noch immer herum im 21. Stock und es reicht langsam. Aber was ich gehört habe, weiß, sind wir gleich fertig. Ich könnte jetzt heulen ohne Zwiebel. In Wirklichkeit müsste ich mir da gar keine Emotionen einreden. Ich muss mein Heulen sogar unterdrücken. Don't you know?
deep is.